So, hallo, jetzt bin ich in der Raiffeisenstraße. Ist gut weitergegangen und jetzt zeige ich euch einmal, wie das ausschaut mit dem DSL-Kabel oder in dem Fall mit dem Leerrohr. Also wir haben hier die Leerrohre liegen und da wird dann immer ein Strang genommen und zu einem Haus gelegt. Das sieht man hier. Und auf dem Grundstück, also da, wo es ins Grundstück hineingeht, liegt dann so ein Ball, den man mit dem Ortungsgerät orten kann. Und die Mitarbeiter müssen immer ganz genau darauf achten, dass die Kabel tatsächlich nur einmal verwendet werden. Hier sieht man, hier ist das Weiße verwendet worden. Dann kommt hier eine Muffe drauf, um dann diesen Strang zu nehmen und wegzuführen ins Haus. Und damit ist der weiße Strang verbraucht und deswegen kommt auf die andere Seite diese blaue Kappe. Und für die gesamte Straße sind dann so viele Anschlüsse möglich, wie eben Stränge da sind. Und weil es hier eben mehr sind, liegt noch ein zweites Kabel mit drin. Und später, wenn es dann mal soweit ist, im nächsten Jahr hoffentlich, dass Glasfaser ausgebaut wird, dann muss in dieses Leerrohr nur noch die Glasfaserleitung für das jeweilige Haus eingeblasen werden. Und dann ist das Haus direkt mit dem gesamten weltweiten Glasfasernetz verbunden.